Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Rayman Legends. Und wer weiß, vielleicht ist es ja heute schon der letzte Part. Denn es sind nur noch zwei Level, oder besser gesagt, ein Level und ein Boss. Und das eine Level ist auch nur ein Moskito-Level. Ich hab das Wort vergessen, aber egal. Schieß auf die Sterne, dann schießen wir mal mit dem Moskito auf die Sterne. Alles klar, ich hab den Auftrag verstanden. Okay, mal schauen was es ist, je nachdem wie schnell ich jetzt da hier durchkomme. Können wir ja noch den Boss machen. Dann ist das Projekt heute zu Ende. Es tut mir leid. Oh. Ich hätte mich lieber um die kümmern sollen. Egal. Au. Ich hab mich erwischt. Nein. Oh, in der Oberen Herz. Ah. Ja, egal. Ich hab mich immerhin um eins kümmern. Alles klar. Hoch, weil die geben ja auch Looms, die Bomben. Deswegen mache ich das ja. Deswegen mache ich die Bomben ja. Wenn die keine Looms geben würden, würde ich das auch... Oh, von denen habe ich ein bisschen Schiss. Eieiei. Nein! Alles von Anfang an. Ach so macht man das. Ja gut, dann will ich mich kurz nochmal töten. Das ist ja geil. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ah, X. Nochmal bitte. X ist abschießen. Viereck einsaugen, X abschießen. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst. Dann wäre ich aber Schicht im Schacht. Oh Mann, ey. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Oh, knapp, 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 knapp. Nein! Nein! Oh, es... Okay, das mit dem Boss wird heute, glaube ich, nichts. Oh, ich habe vergessen. Oh. Es hätte der letzte Part werden können, aber es sieht jetzt schon wieder scheiße. Jetzt habe ich nicht alle getroffen. Tut mir leid, aber die Jungs will ich haben. Die sind mir doch ziemlich wichtig. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Natürlich. Mir jetzt egal. Boah, das kriegen wir hin. Kriegen wir doch hin. Nein! Bitte das hier. Das sieht mir sehr nach einem Save Point aus. Was ich richtig geil finden würde. Jetzt habe ich die nicht erwischt. Oh. Ups. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Damn it. Ich hätte jetzt aber auch irgendwie nicht gewusst, wie ich das hätte machen sollen. Egal, jetzt habe ich hier nochmal die Chance. Ah, so. Okay. Alles klar. Alles klar. Oh. Ah, bitte lass mich doch einfach nur die Lunge bekommen. Dann wäre ich doch schon dezent glücklich. Alles klar.
Ja. Ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja nur 300 Dooms. Das wäre dezent geil, wenn es hier nur 300 Dooms geben würde. Dann könnte man vielleicht noch den Boss schaffen. Wenn das, wenn jetzt langsam mal das Ende kommen würde. Ah, den habe ich nicht komplett bekommen. Oh, oh. Ja, war klar, dass das noch kommen muss. Oh. Ah, ist mir egal. Kriegen wir auch hin. Jo. Alles easy. Oh, fuck, den haben wir nicht. Muss ich doch noch mal ein bisschen aufpassen. Gott. Gib mir das Herz. Alles klar. Nein! Komm schon! Oh, bitte lass es nur 300 Dooms sein. Oh, da, oh, oh, da ist das Ziel. Oh, das sieht doch, das sieht doch lecker aus. 300 Dooms, 300 Dooms, 300 Dooms. Ja, 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 sauber. Dann kommen wir ja doch noch zum Boss. Da habe ich mich am Anfang nur ein bisschen blöd angestellt. Ah, kurz mal das hinsetzen. Entschuldigung. Ja, geil. Die Mutter aller Albträume. Fuck. Yeah. Oh, oh, Herz. Jo. Und ich glaube, die war gar nicht so schwer. Auch wenn das ein echt, echt hässliches Vieh ist. Oh, ich hab da was vergessen. Ich seh das. Ah, da war ein Kleinling. Oh. Okay. WTF! Alles warum bin ich denn so geflogen? Das habe ich jetzt, nicht verstanden, aber ist okay. Ich habe den Kleinling nicht bekommen. Ah, wie ging das noch? Ich muss dann natürlich jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Bosskampf ging. Ich weiß nur, sobald man den verstanden hat, war der nicht schwer. So. Hier drüber springen. Dann wahrscheinlich... Ah, okay, okay, okay. Ich kann mir die erste Phase auf jeden Fall schon mal vorstellen, wie die funktionieren soll. Und zwar passt auf. Ich spring hier drüber. Ah, jetzt hätte ich da drauf landen müssen. Fuck. Egal. Ich glaube, ich muss da sogar noch ein bisschen schneller drauf landen. Alles klar. Okay. Ah, 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 vorbeigeflogen. Nur, ich muss den Kleinen erwischen. Ist mir jetzt egal. Hab's erwischt. Ah ja, jetzt musste ich auf die Augen hauen. Das sieht zwar total ekelhaft aus, ist es auch. Ah, das muss man öfters machen. Okay. Ich lass mal vorher gewusst. Alles klar. Und die Augen tot.
Ah! Oh! Oh! Oh, shit, ey! Ah, und dann kommt... Ah, okay, alles klar. Oh! Man muss doch erstmal reinfinden, also... Alles klar. Es ist halt nur übel, dass ich wirklich alles treffe. Komm, vielleicht schaffe ich das ja. Ja, first Runde. Alles klar. Dann. Ah. Dann sofort wieder abspringen. Dann darüber, dann darüber. Und dann zack. Der Boss ist tot? What the fuck? Ich hab... Was? Ja, 100 Looms. Hab ich. Ich hab's. 11 Minuten. Aber wie einfach war denn der Boss, bitte? Monat von 700. Fantastisch! Du hast alle Kleinlinge gerettet. Du hast der Lichtung der Träume Frieden gebracht und den goldenen Kleinling befreit. Zur Feier des Sieges hältst du 150.000 Looms und zeigst deinen Freunden, wie gut du in der Herausforderung bist. Yeah! Unglaublich! Du hast 12 von Abträumen bevor. Du hast 5 Glückslose verdient. Wir haben's, Leute! Das Spiel ist durch! Natürlich, zur Feier des Tages öffnen wir noch. Öffnen wir natürlich noch die. Unsere 7 Glückslose. Das ist ja klar. Dreckige, behinderte Looms. Dankeschön. Okay, nächstes. Ist das geil? Oh, aber den Boss fand ich wirklich ein bisschen zu einfach. Also. Ich find's ja auch scheiße, wenn ein Boss zu schwer ist. Der gute alte Erik, okay. Aber, das war ja ein bisschen zu einfach. Das war dafür, dass wirklich die kompletten Origins-Level alle so schwer waren, war der Endboss jetzt wirklich ein bisschen lame. Aber gut, ich kann damit leben. Ich hier nochmal ein paar Loomsies. Alles klar. Nein! Ah, egal. Ich wollte da noch gar nicht hin. Nein! Mir fehlen doch noch welche. Ich wollte da gar nicht hin. Aber wir gehen erstmal zu den Charakteren, die wir noch freigeschaltet haben. Bam! Der goldene Kleinling. Yeah. Okay, da haben wir noch unsere 3 Glückslose. Und dann müssen jetzt eigentlich nur noch die letzten Kuscheltiere kommen. Da haben wir den ersten, das ist der Kipplik. Der gute Olle, den kennen wir ja. Wie jeden. Dann haben wir hier noch einen. Das ist der gute Olle Tito. Ja, kennen wir auch. Und dann haben wir nochmal dreckige Looms zum Schluss. Alles klar. Ja, dann gehen wir jetzt noch schnell zu unseren letzten Kuscheltieren. Das ist nämlich da oben der. Der fehlt uns noch. Und da fehlt uns noch. Alles klar, wir haben alle Kuscheltiere, wir haben alles, wir haben jeden kleinen, wir haben jeden verfickten Loom. Gut gemacht, du hast alle Kuscheltiere gefreit. Du hast jetzt nochmal 40.000 Looms. Ja, danke. Oh, ist das geil. Ja, meine lieben Freunde, was soll ich noch sagen? Das Projekt ist vorbei. 100% Rayman Legends. Richtig, richtig geil. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich oft geraged habe, vor allem bei den Leveln, wo ich wirklich schon vorher wusste, ich kannte das Spiel ja schon vorher, dass ich da wirklich lange dran sitzen werde, wie dieses eine Zeit-Level damals, Dark Rayman. Und, ja, aber im Endeffekt war das Spiel richtig, richtig geil. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Projekt. Ich hoffe euch auch. Wer weiß, ob es jemals nochmal ein Rayman-Projekt geben wird. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Kann momentan zwar nur PS3 und so aufnehmen, aber ich hätte ultra Bock, irgendwann mal Rayman 3 zu machen. Aber dann müsste ich natürlich mal gucken, dass ich Rayman auch vom ersten Teil aus anfange, weil es ist ja schon ein bisschen storygebunden und so.
Aber gut, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal irgendwann ein Rayman-Projekt. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, dann guckt vielleicht auch mal bei einem anderen Projekt von mir vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt oder sonst irgendwas. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe auch noch andere geile Projekte, nicht nur Rayman. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal hoffentlich wieder, egal wo, ob bei einem anderen Projekt, ob vielleicht irgendwann mal bei einem neuen Rayman-Teil oder sonst irgendwo. Und ja, ich sage bis dahin. Tschüss.